Ja, ich bin dran, ne? Willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir haben eine neue Aufnahmesession. Krischi hat das Pad übernommen. Juchi. Ich mache jetzt quasi die Anmod, wie man ja im Fachjargon sagt. Die hast du ja auch schon glänzend hinbekommen. Ja, erst rein. Da war hinter dir irgendjemand, ich habe die Stimme gehört. Ja, ja, ich auch. Aber ist egal. Ach, wir gehen jetzt einfach mal straight up hier weiter. Okay. Ist aber gar nicht nett von euch. Boys. Dreieck scheint so weit wie die Aktionstaste zu sein, wa? Ja, ja. Obwohl Kasten ist ja dann wiederum mit dem Aufsammeln und so. Ah, okay. Mal kicken. Ich muss ja sowieso jetzt erstmal ein bisschen klarkommen. Für mich ist es ja jetzt hier First Try sozusagen. Ah, ich gehe immer mit Dreieck durch. Da ist doch was noch verseucht. Ja, ja. So, okay, jetzt holst du den Bogen automatisch raus. Also ist hier wahrscheinlich gleich Action. Genau, hast du ja Muni und Stuff. Erfahrung, okay. Okay, sie geht automatisch in Deckung anscheinend. Benutzen Sie den Bogen, um Gegner lautlos auszuschalten. So, jetzt zeig mal, ob du was gelernt hast von The Last of Us. Benutzen Sie den Bogen, um Gegner lautlos auszuschalten. Da steht es nach wie vor. Da oben, der mit dem Taschenlärm. Ich konnte mich jetzt nicht bewegen. Achso, der war schon tot. Okay, nein, ich habe auch erst gedacht, dass er das irgendwie, weil du ja natürlich nicht den Kopf getroffen hast. Ja. Naja, ich musste ja erstmal kicken, weißt du? Ja, das ist ja richtig. Man muss ja auch gucken, wo die Gegner dann jetzt wirklich genau die Schwachpunkte haben. Ja, ja, die Grenzen ausloten, genau, weißt du? So, das war hier doppelt und dann so, ne? Genau. Alles klar. Aufgeladener Schuss, halten Sie den bei ausgerüsteten Bogen. R1 gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Der erhöhte Schaden oder der erhöht Schaden. R1 gedrückt. Und so, okay, wir machen es mal. Ah, okay. Alles klar. Gut, gut, gut. Nicht schlecht. So. Das ist dann zum Beispiel so weit wie bei Wölfen, dass du die dann wirklich First Try halt abmurksen kannst und nicht erst zwei Pfeile brauchst. So. Was war's denn? Wieder ein Tanker? So, das sind zwei Boys. Er ist den, der steht, wa? Würde ich auch sagen. Das ist mal ein schöner Header. Nicht? So, so viel dazu. Okay, also I can see, dass die schon mal. Oh, oh, da kommt jemand runter jetzt, glaube ich. Oh. Auf die Kiste. Ach, voll, okay. Schießen weg! So. Zu spät. Oh, ach, oh. Ach, kicke an. Ah, okay, wahrscheinlich, wenn sie dich entdeckt haben oder sowas, dann. Dann zählt das nicht mehr als lautloser Kill wahrscheinlich. Genau. Rendezvous auf dem Berg, begeben sie sich weiter den Berg hinauf und stoßen sie zu Ross. Zu Rot. Claudia Roth. So, okay, dann stimme ich jetzt mal dem hier nochmal ein bisschen Zeug. Waffenmodifizierung verfügbar. Verlassen Sie die Waffen in einem Lager. Auch geil, dass sie das anzeigen, damit man gleich weiß. Okay, lohnt sich, weißt du? Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Weil's geht. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ja, muss man auch mal wirklich sagen, dieser Wechsel zwischen Soft Lara und jetzt so die Harte, die jetzt hier so rumrennt. Also zwischen Lara Soft und Lara Croft? Genau, also ich meine, gut, sie ist ja immer noch so, ich müsste welche töten und so, aber trotzdem, von einem Moment auf den anderen kann sie damit um, sag ich mal. Ja. Immer rennt sie rum und knallt Leute ab, ne? Das ging doch recht plötzlich. Ich wusste ja nicht, dass das so schnell. Da kommt erst viel später im Spiel. Ob das jetzt ein Nachteil ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, denke ich mal. So, damit sind wir voll. Kiste kaputt machen oder so, das ging nicht, ne? Da lag noch irgendwas. Stimmt. Ah, Geocaches, Kachis, Kaches, Cojones. Cojones! Okay, Bergtempel, neues Lager. Dann würde ich sagen, können wir auch gleich mal aufrüsten, ne? Ja. Aber ich bin ja so ein Umgucker, also ich muss auf jeden Fall. Genau, von Umguckert. Ich muss hier auf jeden Fall erstmal alles abchecken. Hier unten hatten wir ja soweit alles, ne? Ja. Ja. Nee, alles klar, super. Nee, warte mal, da unten waren wir noch nicht jetzt beim Wasserfall. Also sind ja hier von links von der Leiter gekommen. Aber ob es so sinnvoll ist, jetzt hier runter zu klatschen? Das sieht eher nach tot aus. Yep.
Okay, lassen wir erstmal. Warte mal, hier ist rechts noch eine Leiter. Siehst du die? Ja, ja. Oh Gott. Da geht's nochmal richtig runter anscheinend. Ich sag, pass mal auf, ich glaube. Ja, wir gehen erstmal zum Lager, würde ich sagen. Genau, erstmal chillen, erstmal ankommen. Erstmal ankommen, genau. So. Da ist das Lager anscheinend, genau. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Okay. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Alles klar, jetzt scheint sie fertig zu sein. Lara hat ja jetzt ja doch mal wieder ihre Selbstgespräche-Phase. Ich weiß jetzt nicht, ob das so tagebuchmäßig war oder... Ich habe gerade gesehen, bei diesen Schnellreisesachen, man kann also nochmal zu alten Orten... Genau. Da bin ich mal gespannt, wofür das jetzt noch gut ist. Ja, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier hatten wir Verstärken ja schon 100%. So. Ja. Hier geht es um die Handfeuerwaffe. Wollen wir da erstmal rein und gucken, was wir so haben, Schönes? Eh zu wenig, glaube ich. 450, 200, größere Magazin. Das ist ja was für dich. Okay, danke. Naja, weil du ja gerne die Magazinkapazität halt erhöhst. So, gelüfteter Schlitten, Rückstoßkompensierung, die Präzision und den Schaden erhöht. Wollen wir das erstmal machen? Also ich bin eigentlich pro Bogen, aber dein Gameplay, also kannst du jetzt entscheiden. Bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Achso, benötigt belüfteter Schlitten, okay. Ja, gute Frage, also... Können ja nochmal in den Bogen rinschauen, würde ich sagen. Ja, das reicht aber glaube ich noch nicht, ja. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Na gut, also... Du würdest eher das nehmen wahrscheinlich, oder? Nee, gut, eher geh mal eins weiter. Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und versuchen dann... Also ich würde eigentlich eher darauf sparen. Mhm. Weil wir hatten ja schon so, also so schnell hintereinander den Bogen nimmst du ja eigentlich relativ selten. Ja gut, dann sparen wir erstmal noch. Genau. Set aktualisiert, okay. So, dann ist hier also unser Lager, ja. Warte mal, guck mal hier kurz nach bei dem Wasserfall. Da ist da bestimmt irgendwie... Kommst du da... Ist da irgendeine Höhle oder so? Ja. Tatsache. Sieht so aus. Aber nicht hinterm Wasserfall. Die Frage ist halt, ob es optional ist. Ja, ist optional. Naja, man muss echt immer die Augen offen halten hier. 25. Juli, ihr kennt das Spielchen? Ja. So, gut, dann haben wir hier alles. Dann gehen wir jetzt mal weiter hier den Weg entlang, würde ich sagen. Sie ist übrigens sehr Schatzsucher, untypisch die Strickleiter hochgegangen. Ist mir mal so aufgefallen, bei Strickleitern gehst du ja eigentlich seitlich hoch. Okay. Hast du damit schon Erfahrung gemacht oder was? Ja, bei den ganzen Schätzen, die ich schon gefunden habe. Ja, klar. So, Gegner ablenken haben wir jetzt hier. Ritual, okay, was quatschen die da von Ritual? Also wir werden auf jeden Fall nicht dran glauben für die. Ich schieße jetzt einfach mal dahin, um zu gucken. Na, dahin wäre ja Quatsch, weil... Naja, das merken sie. Hau mal gegen die Tür da. Links den. Der war nice. Alles klar, lief ja gut. Und die Pfeile, danke. Guck mal, kann man die Typen jetzt irgendwie looten oder so? Ja. Was sammelt man? Ach, immer Bergung. Ach, okay, immer... Bergungsgut und so. Alles klar, also das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn wir wollten, könnten wir jetzt fix den Bogen machen im Lager nochmal. Ja, ich würde sagen, machen wir auch schnell. Das Lager ist ja jetzt nicht weit entfernt. Schau mal kurz hier rechts weg, bitte. Also man muss sich wirklich erstmal so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, also auch so das Laufen und so. Ja, das stimmt. Okay. Ja, das ist einfach nur... Suffering death and awfulness and sorrow, Heitigkeit. So... Fähigkeiten. Nee, Ausrüstung war das, genau. Bogen-Upgrades. Und dann machen wir jetzt verstärkte Wurfarme. Haben wir gemacht. Der wäre schön. Gut. Würde ich sagen, machen wir als nächstes dann auch nochmal ditte, bevor wir damit dann... Damit wir den dann fertig genau, haben. Genau, die zwei Sachen, die können wir dann hier echt noch machen, ja.
Wie Dirk ist jetzt zwar nicht, ob sich danach nochmal dann mal ja, freischaltet. Müssen wir mal schauen. Können wir uns ja dann mal ankicken. Also wieder zurück jetzt hier den Weg nach oben und dann mal schauen, wo es da weitergeht. Ich bin mal echt gespannt, was, also was jetzt so diese Funktion Schnellreise hat. Also weil auf der einen Seite wirkt natürlich jetzt nicht linear, also weil man schon gesagt hat, das sind jetzt keine Schlauchwege ja, oder ja. sowas. Aber was jetzt die Funktion hat, dass man nochmal zurückreisen kann in andere Camps oder sowas, bin ich mal gespannt, was da. Hier ist übrigens so eine Kakao-Dings und sowas. Okay, bringt Erfahrung. Ja, also überhaupt wie das ganze Survival-Element jetzt noch umgesetzt wird, zumal ja immer irgendwie doch Leute auch von uns irgendwie in der Nähe sind. Also ob wir nochmal wirklich irgendwie abseits kommen von allen anderen und ganz alleine und bin ich mal gespannt. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also generell, wie sich die Story noch zuspitzt. Und was das mit diesen Ritualen und hast du nicht gesehen, mit den ganzen Typis hier auf sich hat. Ja, und mal gucken, ob hier irgendwelche übermächtige Scheiße noch bei rauskommt. Wie jetzt halt zum Beispiel bei Drake. Achso, ja, Uncharted-mäßig. Aber wir wollen ja auch noch spoilern jetzt hier für die Leute, die noch nicht kennen. Aber Uncharted ist... Wir können ja sowieso was spekulieren, also... Ja. Nee, ich meine jetzt wegen Uncharted, ja. Kennt, ja, aber andererseits ist Uncharted ja auch schon jetzt mittlerweile ein bisschen was älter. Ich guck nochmal hier oben. Tut mir wirklich leid, aber ich hab kein Utility-Gefühl, wenn ich nicht weiß, dass ich alles abgerast habe. Und wie es aussieht... Lohnt sich das ja auch anscheinend. Definitiv, ja. Und so. Ist ja jetzt auch nicht so, dass wir hier völlig unter Beschuss stehen oder so eine Faxen. Ja, ja. Also da haben wir ja sowieso immer schon gesagt, auch bei Last of Us, wenn wir die Zeit haben, dann looten wir halt auch den Shit. Denke ich auch, ja. Also je nach Situation eben, genau. Zack. Okay. Jetzt sind wir hier wieder eher so in einer Katakombe. Oh, die Typen sind schon in der Nähe, alles klar. Kannst du irgendwie durch die Dinger, kannst du schon irgendwie irgendwo durchschießen? Siehst du den schon irgendwie? Wenn du so durch die Trümmer durchguckst oder so? Nee. Alles klar. Ich glaube, du musst die Fackel hier oben wegschießen. Das sieht jetzt irgendwie prädestiniert aus. Pfeil und Bogen und dann drauf. Die? Ja. Ja, Herausforderung, okay, keine Bogen. Ahnung. Nee, die sind doch hier links. Nein. Ich höre die links. Ich höre sie jetzt von jetzt geradeaus. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Auf jeden Fall sind sie in der Nähe. Ja. So viel steht schon mal fest. Okay. Lauter Sockel. Lauter drücken sie Dreieck in der Nähe von Feinden. Okay. Steht mit dem Rücken zu uns. Das wird sein Verhängnis werden. Ah, okay. Okay. Das meine ich, siehst du, guck mal, auf einmal rennst du rum und killt hier die Leute und als würde sie... Wollte ich gerade sagen, also das ist ganz schön krass, dass sie jetzt auf einmal da... und sie ist ja nun wirklich nicht unbedingt umskräftig, ja, also... Ja, hier, und ich meine, wenn du sowas vorher noch nie gemacht hast, das ist ein bisschen plötzlich. Aber gut, Spaß macht das trotzdem allemal. Da oben steht noch einer, weißt du, ne? Also rechts von dir? Rechts von mir? Nee, ich hab's jetzt noch nicht jetzt gesehen. Rechts oben. Na, eben da oben auf der Brücke irgendwo läuft da einer lang. Hier. Ach so. Bei der Taschenlampe. Ah, okay, jetzt. Und. Patz. Zack! Ah, die Mucke dazu, die fetzt hoch, weil. Und der nächste. Du hast so diese. Und dann drückst du ab. Boah, das war fies. Das war fies, ja. So, okay. Da ist, glaube ich, noch einer. Yep. Ein ganz inmutiger. Boah, ist echt ganz schön komisch. Muss ich erstmal ran gewöhnen, aber es funktioniert einigermaßen gut. Sind noch inner? Die Mucke ist auf jeden Fall immer noch sehr actiongeladen. Da oben steht er, hast du gesehen? Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Den holen wir uns. Ach, kicke an! Ja, wie gesagt, das, wenn die uns entdeckt haben. Jetzt geht er da natürlich entdecken. Der ist aber nur hinter dem Tuch versteckt. Schieß durch den Tuch durch. Wenn's rot wird, wenn's rot jetzt. Oh, nee, hat nicht geklappt. Eieiei. Ganz ruhig, ganz ruhig. Machen wir nochmal. Komm hoch. Gott, ey. Ah, okay. Also man kann ihn nicht ewig halten dann, ja? Ah, alles klar, gut. Okay, das ist realistisch. Kletter ja, doch mal hoch vielleicht. Also wenn du jetzt da hochballerst. Ja, ist ja auch im Real Life echt nicht leicht, so einen Bogen gespannt zu halten. Zack. Boah, voll durch den Hals. Was? Gibt's doch ja nicht. Also, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ah, mir fehlt so ein bisschen so eine Schlagfunktion. Ja, aber gut, stimmt, aber du hast einen geil runtergehauen. Ja, aber wir sind halt eben wirklich nur eine zerbrechliche Frau, ist Achtung, klar. Achtung, Molle. Also jetzt wird es irgendwie echt tricky, glaube ich.
ist der eigentlich? Warum lebt der denn immer noch? Dann hört ihr auch mal. Was macht sie denn? Ihn einfach nur schubsen, ja, oder was? Okay. Also mir fehlt jetzt wirklich so eine Art Nahkampfwaffe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eispickel, den wir haben, dass wir den nicht zum Kämpfen benutzen können. Irgendwie. Ja. Dann müssen wir nochmal kicken auf jeden Fall. Jetzt brennt auch alles. Jetzt haben wir gerade eh keine Zeit. Ich glaube, das breitet sich auch aus. Ja, glaube auch. Müssen wir mal schauen. Hier ging es nicht weiter, okay. Ich würde sagen, wir springen jetzt hier einfach erstmal straight up halt rüber. Korrekt. Und losi! Oh, okay. Sei ja ruhig schon. Okay, ja. Bringen Sie an die Serie, um sie zu benutzen. Macht er von alleine dann. Jetzt mach hin. Alles klar. Dann nimmt sie ihre Axt für. Indiana Jones mäßig. Sehr schön. Epische Musik. Alles klar. Gut. Da sind wir ja gerade nochmal so rausgekommen. Aber die Steuerung ist mir noch ein bisschen unschlüssig. Ja, warte mal, wenn wir kurz stehen, gucken wir. Wenn wir bitte kurz beim Steuerkreuz. Gedrückt halt. Hat man gedrückt? Okay, unten ist die Knarre. Ja, oben ist der Bogen. Hm. Wir haben wirklich. Vielleicht ist es doch was, was man wirklich noch lernen muss. Das kann auch sein, ja. Also, weil das fehlt ihr natürlich, gerade wenn die vor dir sind. Ja. Lautloser Kill und so, okay, aber du musst ja noch irgendwie was machen können, wenn die jetzt dicht dran sind, ne? Was ich auch doof fand, weil du hast den Typen vorhin, also wirklich voll in den Hals geschossen. Ja. Und da ist mir dann eigentlich auch real, ob das jetzt nun mit scharfem, also mit starkem Schuss ist oder nicht, aber so weit ist halt auf jeden Fall nicht, also ist einfach vorbei dann. Ich meine, er ist vielleicht nicht instantly dead, aber... Ich schaff es. Na gut, schauen wir mal. Der wehrt sich auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Oh, jetzt haben wir hier eine sehr beklemmende Situation. Das war geil in Szene gesetzt, also das muss man schon sagen. Wir wollen ja das Spiel jetzt hier irgendwie schlecht machen oder so. Muss ich ja am Ende eh noch in so ein Fazit stellen. Aber bis jetzt habe ich Spaß. Ich habe gerade eben schon festgestellt, also eigentlich ist es ganz schön unfair auch Lara gegenüber, weil sie war ja in diesem Genre die erste eigentlich und jetzt vergleichen wir sie die ganze Zeit mit Teilen wie Uncharted und so. Ja, ja, das ist richtig. Okay, da sind Schüsse. Rechts von dir war, glaube ich, ist ja. Nee, war nicht. Erst sagen, dann machen. Ist schön und nie wundern. Ja. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Oh. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Die miesen Wölfe, Alter. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Alles klar, gut, also unseren Roth ist es ja nicht ganz so gut bestellt. Also mal ganz kurz eine Sache, also der Typ, der jetzt zwar noch lebt und okay, sein Bein sieht echt übel aus und ist wahrscheinlich auch angefallen worden und so eine Faxen. Ja. Aber Lara ist durchlöchert, Fuß in der Bärenfalle, ein riesen Cut im rechten Oberarm
angeschossen von einem Pfeil und ist einfach krass. Ja, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Gut. Ich würde sagen, wie weiter jetzt, ob wir den Typi jetzt hier helfen können und was mit den Wölfen ist und was wir überhaupt jetzt so richtig machen müssen, weil so richtig klar war das jetzt nicht. Nee, schon. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Danke fürs Zuschauen, Boys and Girls.